Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lufia. Wir haben beim letzten Mal mitten im Getümmel hier auf dem Drachenberg aufgehört und werden uns auch direkt wieder reinschmeißen. Ich habe jetzt gar nicht mehr geprüft, ob ich überhaupt geheilt bin, aber wird schon schief gehen. Sieht ganz gut aus. Ich habe mir für die heutige Folge ein bisschen was vorgenommen. Und, warte mal, nee, das war doch so, dass die Jungs bei dem Brokion, glaube ich, nicht so viel Damage Nee, das war bei den... Ich wechsle die gerade mit dem Nachtdrachen. Moment, wir machen das jetzt doch nochmal so. Bin schon wieder ganz durcheinander. Obwohl ich das jetzt hier ehrlicherweise direkt im Anschluss an die letzte Folge aufnehme. Das Einzige, was ich jetzt vorher noch gemacht habe... Entschuldigt bitte. Das war nachzugucken, wie wir durch diese... wegsprengbare Wand durchkommen. Und ich hatte beim letzten Mal ja irgendwas davon gequatscht, ich glaube auch beim vorletzten Mal, dass das nicht der Raum ist, der uns zum schwersten Rätsel der Welt aller Zeiten, was auch immer, bringt. Und das war falsch. Denn das ist tatsächlich der Zugang dazu. Und wir werden heute nicht nur diesen Zugang mal freilegen, sondern ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, dieses Rätsel zu bestehen. Und ich habe da ja schon so oft drüber gequatscht, ne? Also ich werde das aus eigener Kraft sicherlich nicht schaffen. Ich werde da sicher ein, zwei Versuche mal unternehmen. Auch um zu zeigen, dass das eben nicht so einfach ist. Aber ich habe mir jetzt hier auch ein paar Screenshots zurechtgelegt, die mir als Orientierungshilfe dienen werden. Um, ja, auch für mich übrigens das allererste Mal an die Schätze ranzukommen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe das als Kind nie geschafft. Wie gesagt, ich habe das Spiel besessen zu Zeiten, wo ich noch kein Internet hatte und alles. Und ich wusste es einfach nicht. Insofern bin ich selber auch ein bisschen aufgeregt und vor allen Dingen sehr neugierig, was da drin ist. Weil das habe ich mir jetzt aufgespart. Also diesen Überraschungseffekt, den... Ja, hallo erstmal. Danke. Das haben die in der ganzen letzten Folge nicht einmal zum Besten gegeben. Aber ja, jetzt haben wir euren Höllenangriff auch mal mitbekommen. Ich glaube, die stören sich einfach dran, wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegen. Die wollen im Fokus des Geschehens stehen. Aber wisst ihr was? Ihr steht es nicht. Denn, ihr steht es nicht, kann man das so sagen? Denn heute geht es um dieses besagte Rätsel und ich bin sehr gespannt. Und eigentlich befinden wir uns jetzt auch gerade in einem spannenden Raum, denn hier gibt es auch einige Kisten. Aber ich glaube, das, was uns in diesem anderen Rätselraum da erwartet, das wird das sicherlich nochmal deutlich toppen. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Hab auch ein bisschen... Oh, gerade hier hätte ich mir jetzt gerne drei von euch gewünscht. Warte mal, hat Maxime eigentlich so? Nö, sonst hätte ich da auch gern nochmal drüber nachgedacht. Ich hoffe mal, dass das jetzt so ausreicht. Wenn jeder einmal zuhauen darf. Rolf darf gerne wieder den Brutalo raushängen lassen. Wir erinnern uns zurück, das Ende der letzten Folge. Wie er erstmal direkt seine Faust auspackt und dem Gegner voll eins aufs Fressbrett mitgibt. Heute hat er eher nicht so die Laune, aber ist okay. Solange sie irgendwann mal wieder zurückkommt. Das hier war die Gegnerkombination, wo ich meine Angriffe ein bisschen verteilen sollte. Frostvieh hier und Athea hat beim Nachtdrachen unfassbar viel Damage gemacht. Haben wir wieder was gelernt. Das ist das Schöne, ne? Wenn ich nicht nur einzelne Kleckerparts aufnehme, sondern auch ein bisschen weiß, was beim letzten Mal noch passiert ist. Das wird uns heute ein bisschen Zeit auch ersparen. Ja, und hier... Oh shit, geil. Kannst du das irgendwie überleben? Ja, der hat, glaube ich, auch am meisten KP. Und dem brauche ich mir, glaube ich, am wenigsten Sorgen machen. So, ja, ich denke schon, dass ich mal Selan die Heilung wieder übernehmen lasse. Einfach, weil wir bei ihr, wenn wir das richtig timen und umsetzen, unerschöpflich viele MP haben können. Aber dass Athea da so viel raushaut, ich bin immer noch etwas überrascht. Darf ich mal ganz kurz gucken, was sie für eine Waffe anhat? Runendegen. Geheime Schriftzeichen. Das lässt jetzt nicht wirklich einen Rückschluss auf irgendwelche Elementarspezifikationen zu. Ich muss gleich niesen. Ich muss gleich niesen. Ich will es abwenden, aber es überkommt mich. So, bei denen habe ich beim letzten Mal noch nicht so ganz rausfinden können. Ja doch, ich hatte vermutet, warte mal, ich habe bei denen nämlich beim letzten Mal Donner eingesetzt und Donner war keine gute Wahl. Jetzt können wir hier mal den Bomber einsetzen.
Madonna hat bei denen nicht viel gemacht. Und die Theorie, die ist einsam und allein in der letzten Folge versumpft, dass Wasser ganz gut sein könnte. Die wird mir jetzt weder bestätigt noch widerlegt. Das ist okay. Aber der Schadensoutput hat noch Luft nach oben. Hey, Rolf. Ja, Rolf ist wieder da. Der kickt, der tritt seine Gegner, der beißt sie wahrscheinlich. Irgendwann kriegt er auch einen Ellenbogencheck als Skill mit dazu. Ich sag's euch, ey, der ist nicht aufzuhalten. So, S-Psycho-Ring. Das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass wir so einen Super-Ring bekommen. Wir ahnen alle, in welche Richtung der gehen wird, oder? Erhöht Intelligenz, steht für super, bla, füllt sehr viele KP auf. Okay. Maxim, obwohl... auch gar nicht so uninteressant, weil er ja doch ab und zu mal zaubert. Für Guy völlig unerheblich. Hier. Boah, der Beweglichkeitseinbruch, der tut aber schon weh. Der tut sehr weh. Dann würde Selan wahrscheinlich nicht mehr als erstes an die Reihe kommen. Sie wäre dann nach Atea dran, wenn ich das richtig sehe, oder? Boah, aber wie ihre Abwehr auch absacken würde. Ey, aber zugunsten des Angriffs. Ich würde das voll in Kauf nehmen, ne? Warte mal, es geht mir gerade so ein bisschen um die Beweglichkeit. Sie wäre nach Atea dran. Es ist verschmerzbar. Solange sie noch vor meinen physischen Angreifern an der Reihe ist, ist das okay. Hier könnte ich auch überlegen, mache ich aber nicht genauso. Ich will aber nicht, dass irgendjemand Selan jetzt einholt von den Leuten, die jetzt andere Ringe tragen. Deswegen belassen wir es mal dabei. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich der Schadensoutput jetzt bemerkbar machen wird bei ihren Zaubern, weil das ja doch nicht unerheblich ist, was sie da jetzt am Boost noch drauf bekommen hat. So, den haben wir auch das erste Mal. Ernsthaft? Verleiht ihr die Kraft einer Krake? Eine Wasserattacke trifft alle Gegner. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben 8-Füßler mal voll auf die Schnauze bekommen. Und das hat schon wehgetan. Ich glaube, wenn das in die ähnliche Richtung geht, dann könnte das ganz gut sein. Ey, ich habe ja auch noch andere ganz gute Sachen, sehe ich gerade. Warte mal, Stärke. Stärke ist bei Maxim nicht verhandelbar, obwohl der Angriff dafür nach oben geht. Oh, das ist ja voll schwer jetzt hier. Beweglichkeit geht runter. Guck mal hier, könnte man auch drüber nachdenken. Wobei Guy eigentlich schon eine ganz gute Abwehr hat. Intelligenz runter? Nee, eher nicht. Achso, und sie ist mit dem Hades-Juwel gebrandmarkt. Hier haben wir Stärke. Ich finde... Bei Guy ist das fast noch am okaysten. Kann man das so sagen? Ich meine, also blöd wäre es jetzt natürlich, wenn er nach den Gegnern dann ständig erst rankommt. Das müsste man dann mal beobachten. Also gegebenenfalls gehe ich dann wieder auf sein Ninja-Juwel zurück. Aber jetzt aktuell probieren wir es einfach hier mit der Pferdestein. Kann der was? Wie oft habe ich den denn? Damit steht und fällt jetzt meine... Nee, ich habe nur einen... Es tut mir leid, Rolf. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Hätte ich mal nicht geguckt. Super Robo haben wir leider auch nicht. Okay, ich gucke nie wieder in dieser Folge. Vor allen Dingen, ich gucke nie wieder in dieser Folge. Voll das Paradoxon. Courage-Ring kommt mir auch bekannt vor. Muss aber nichts heißen, weil wir diesen Courage-Zauber jetzt hier schon öfter mal gesehen haben. Mut geht nach oben. Ja, das passt auch durchaus zur Bezeichnung. Du, das kann ein taktisches Element sein, ne? Wenn du so einen richtigen Superangriff hast, der in bestimmten Situationen dem Gegner richtig einheizt. Aber ich will mich darauf jetzt nicht stützen, sondern gehe jetzt erstmal weiter. So, ich bin nämlich viel zu nervös wegen dem, was ich jetzt eigentlich mit dieser Folge vorhabe. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell wieder nach oben. Und nochmal nach oben war das, glaube ich, ne? Ja. So, ich hoffe, dass die Notizen, die ich mir jetzt gemacht habe, dass die uns auch ans Ziel bringen werden. Aber wir werden jetzt hier unsere erste Bombe da lassen. Dann gehen wir einen Schritt nach rechts, einen Schritt nach unten. Hier kommt die zweite Bombe hin, zwei Schritte nach links. Da kommt die dritte Bombe hin, einen Schritt nach oben, einen Schritt nach rechts. Da kommt die vierte Bombe hin. Dann gehen wir einen Schritt nach rechts. Hier kommt die fünfte Bombe hin. Einen Schritt nach links. Hier kommt die sechste Bombe hin. Und einen Schritt nach links. Und hier kommt die siebte Bombe hin. Kranker Scheiß, oder?
Also mir kann keiner erzählen, dass man da selber drauf gekommen ist. Und wenn doch, Genius, sage ich da nur, ja. Also ich habe das damals nicht hinbekommen. Obwohl, also doch, ich bin ja beim schwersten Rätsel bin ich ja gewesen. Das wäre jetzt so ein berechtigter Einwand, den ich an eurer Stelle hätte. Aber in einer Club Nintendo Ausgabe gab es zum Freigeben dieser Wand Tatsache einen Bericht mit konkreter Schrittanleitung. Deswegen bin ich bis dahin gekommen. Aber ich war ja, wir haben damals doch alle Club Nintendo irgendwie gelesen, oder? Da gab es keine Anleitung zum Rätsel, was jetzt folgen wird. Passierst du diese Stelle hier, gelangst du zum schwersten Trick, drum bleib hier. Ich habe immer noch Ehrfurcht. Aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht damals. Also ich weiß noch, wie ich manchmal einfach die Konsole angeschmissen habe. Nicht um irgendwas zu zocken, sondern um mich wieder an diesem Rätsel zu probieren. Das ist, finde ich, was Lufia einfach echt grandios macht. Weil es gibt nicht nur das, es gibt auch noch die Ahnenhöhle. Also du bist, selbst wenn du dich gar nicht mit der Main Story auseinandersetzt, gibt es irgendwie so viele Spiele, die einfach super viel Spaß machen innerhalb des Spiels, dass, ja, keine Ahnung, da sitzt man einfach Stunden dran und es macht einfach Freude. So, diese vier Kisten, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ey, warte mal, bin ich jetzt von oben oder von unten gekommen? Hä? Ist jetzt hier der richtige Weg? Okay, jetzt bin ich verwirrt, ich dachte, das führt jetzt in eine Sackgasse. Okay, warte mal, hier bin ich doch. Nee, hä? Ich bin völlig verwirrt. Hier sind wir runtergefallen. Hä, komme ich jetzt gar nicht mehr zurück? Okay, ich bin irritiert. Egal. Dies ist das schwerste Spiel der Welt. Willst du es mal versuchen? Klar. Ich erkläre dir jetzt das Spiel. Du musst die Platten mit den Schatztruhen nach vorne manövrieren, indem du verschiedene Platten bewegst. Drücke den A-Knopf, um die bewegbaren Platten sichtbar zu machen. Benutze das Steuerkreuz, um die Platten zu bewegen. Wenn du aufgeben willst, setze den Zauber Ursprung ein. Das Spiel ist sehr schwer, doch ich bin sicher, du wirst es schaffen. Voll die kleine Prinzessin, die hier unten uns instruiert. Die Musik! Ich habe schon wieder voll vergessen, dass es hier irgendwie andere Mucke gibt. Ist das witzig. So, warte mal. Wie kann ich... Achso, über die Schultertaste geht das. Auf meinem Pad zumindest. Ja, und das, da kann man sich echt ewig lange dran aufhalten. Ich finde, und das macht auch so ein bisschen den Reiz, finde ich, aus. Ich finde, das sieht gar nicht so schwer aus, wie es eigentlich ist. Ne? Also man sieht das so und denkt sich vielleicht, ja, ist vielleicht knifflig, aber muss doch irgendwie machbar sein. Und das war das, was ich mir damals auch ständig gedacht habe und es probiert habe und probiert habe. Ich bin irritiert, dass nur eine Schultertaste geht. Und die andere halt gar nicht, aber okay. Wird bestimmt einen guten Grund haben. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tue. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Sackgasse. Da komme ich erstmal nicht weiter. Wie gesagt, wir machen gleich den richtigen Lösungsweg. Ich will da auch eigentlich gar nicht zu viel Zeit ins Land streichen lassen. Ich will euch nur mal zeigen, dass das... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier erkennbar ist durch diesen Versuch, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist wirklich nicht. Und ja, also wer das hinbekommen hat oder hinbekommt immer noch ohne irgendwie Hilfe, Chapeau, für mich absolut unschaffbar. Ich habe so viele Stunden hier als Kind versenkt und... Nee, warte mal. Nehmen wir einmal den Ursprungszauber und dann gucke ich mal. Also ich habe jetzt hier keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber es gibt so diverse Seiten, die einen mit Hilfe von Screenshots ein bisschen Hilfestellung anbieten. Deswegen versuche ich das jetzt mal damit irgendwie hinzubekommen. So. Ich will das jetzt auch gar nicht großartig kommentieren. Oder will ich das doch? Wow, ich scheitere schon am ersten Bild. Aber warte, wir kriegen das hin. So, es muss dann nämlich das hier runter. Das hier einmal nach links. Und einmal so. So ähnlich habe ich vorhin, glaube ich, auch angefangen. So, das ist die erste Ausgangslage. Dann, lass mich mal ein bisschen gucken. Also das wird jetzt hier irgendwie nicht so wirklich unterhaltsam kommentiert, weil mir das gerade selbst eine Menge abverlangt.
zu kapieren, was ich jetzt hier genau machen muss. Die rechte Seite, die kann erstmal so stehen bleiben. Dieses Ding hier muss jetzt allerdings, wie soll das denn funktionieren? Warte mal, das muss einmal hier rüber. Das muss ich jetzt irgendwie nach unten kriegen. Und das scheint so zu funktionieren. Das ist jetzt aber nicht das, was ich hier auf der Abbildung habe. Warte mal. Oh nein, ich verrück die ganze Zeit. Ah, ich komme die ganze Zeit mit den Bildern durcheinander. Sorry, Leute. So, wir machen das jetzt einmal so. Ach so, warte mal, doch. Genau, das ist nämlich das, was ich jetzt hier auf dem nächsten Bild sehe. So, und dann... da bin ich doch genau bei dem, wo ich gerade eben schon mal war. Da muss das nämlich einmal so aussehen. So, und dann muss ich mal hier ein bisschen Ordnung schaffen auf meinem Tisch. Da brauche ich jetzt nämlich eine Veränderung, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, wie man die heraufbeschwören soll. Es sei denn... Ach doch, warte mal, mit ein bisschen Friemelei geht das. Haben wir jetzt hier nämlich die drei Teile so und könnt das hier einmal runterschieben. Genau. So, dann muss ich noch mal kurz überlegen. Dann haben wir das einmal hier rüber. Dieses Ding kommt nach oben und das kommt einmal hier hin. So, ich spiele gerade einhändig, damit ich mit dem anderen Finger selber so eine kleine Erinnerung setzen kann, wo ich jetzt eigentlich was hinschieben muss, beziehungsweise bei welchem Bild ich gerade bin. So, das nächste finde ich gerade auf den ersten Blick ein bisschen schwierig. Warte mal. Schieben wir einmal das rüber und einmal das rüber. Hey, wie soll das denn jetzt funktionieren? Warte mal, den Übergang vom einen zum anderen. Der erschließt sich mir gerade noch nicht so ganz. Obwohl... Doch, eventuell... Warte mal, doch, das könnte so klappen. Dann hier nämlich dahin... Ah, doch, ich hab's. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, mit dem man das schaffen kann. So, das ist nämlich das nächste Bild, was ich habe. Dann gucke ich mal, wie ich jetzt wieder auf das nächste komme. Dafür muss ich einmal das hier hinschieben. Das dorthin schieben und das hierhin. Genau, das ist der nächste Screen. So, langsam nähern wir uns doch dem Ziel. Dann habe ich als nächstes die Aufgabe, das hier so rüber zu schieben, das dahin zu packen, das hier hinzupacken und das einmal nach unten zu schieben. Das sieht aus, als würde ich irgendwie die ganze Zeit mich gefühlt im Kreis drehen, ne? Fühlt sich auch so an. Aber das sind alles leicht veränderte Schritte. So, dann haben wir einmal das und einmal das in Richtung Mitte. Und nein. Und das nach oben und das nach oben und das nach außen und das nach außen. So langsam verstehe ich auch das Schema, was hier dran hängt. So, warte mal. Oh, jetzt kriege ich hier eine Nachricht rein auf dem Handy und kann nicht mehr richtig gucken. So, dann haben wir als nächstes einmal das hier nach unten. Das in die beiden Richtungen und das hier rüber. So, dann... einmal hier nach oben, das nach links. Und das ist, glaube ich, nee. Warte mal, das ist noch nicht das, was ich eigentlich sehen möchte. Hier muss es nämlich nochmal nach unten gehen. Das Teil schieben wir dann nochmal dazwischen. Und die beiden gehen nach oben. So. Dann... jetzt muss ich selber erstmal peilen, wie das funktionieren soll. Okay, dann muss das hier wieder in die Mitte. Das einmal nach unten, das wieder nach rechts. Das ziehen wir einmal hier rüber. Damit habe ich mein nächstes Bild. So, dann... Hä? Okay,
Okay, warte mal, dann müsste das jetzt wieder so, aber das habe ich doch gerade andersrum verschoben. Egal, hinterfragen wir das nicht, sondern... Ach nee, warte, irgendwas ist hier doch anders. Moment. Moment, ich muss diesen... Nee, warte, so einfach ist das jetzt doch nicht. Ich muss noch mal ganz kurz auf den ursprünglichen Zustand zurück. Oh Gott, ey, hoffentlich kommt niemand auf die Idee, mithilfe dieses Videos das selber irgendwie nachzuspielen. Ich glaube nämlich, dass ich das jetzt hier nicht gerade sehr anschaulich demonstriere. Da lässt mich auch direkt wieder meine Stimme im Stich. Ach so, nee, warte, ich habe eine Idee. Das hier ist der Ansatz. Ich muss diesen Klotz hier nämlich rausholen, damit ich den nach oben schieben kann. Der hier nach rechts kann. Damit kann ich das nämlich nach unten verschieben. Und genau das ist das, was ich jetzt als Bild gebraucht habe. So, dann geht es jetzt aber nochmal lustig weiter. Ist für mich gerade wieder super schwer zu erkennen, wie ich das herleiten soll. Moment, ich glaube... Ah doch, ich glaube, ich verstehe, worauf es hinausläuft. Moment, das hier nehme ich einmal runter, das Ding einmal... dahin, dann kann ich das hierhin verschieben, das geht nach oben, die beiden kleinen hier rücken nach, dann kann das hier nach oben, wundervoll, genau so wollte ich das haben. So, dann hätten wir das, dann gehen die beiden hier nach unten, die beiden kleinen rücken in diese Richtung nach. Das hier geht einmal hoch und der kommt dann nach oben. So, nächstes Bild. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht schon wieder ein bisschen kompliziert aus. Wartet mal. Der kommt einmal nach rechts. Ah ne, so kompliziert ist das gar nicht. Die beiden kommen jetzt hier hin. Und jetzt würdet ihr wahrscheinlich genauso wie ich denken, dass wir die Kisten jetzt nach unten schieben. Wobei, nee, wenn wir die nach unten schieben würden, hätten wir da oben schon wieder keine Navigationsfläche. Es wird jetzt nämlich anders kommen, nämlich einmal hier rüber schieben. Die beiden oben rechts, die bleiben. Der untere längliche, der muss jetzt wieder nach rechts zurück. Der kleine Knubbel da oben, der bleibt. Und hier geht das nach unten. Okay, weiter zum nächsten Bild. Jetzt kommt wieder oben etwas Bewegung rein. Wir schieben das Ding hier nach unten. Das Teil hier nach links. Und das sollte dann so passen. So, beim nächsten sieht mir das jetzt auf den ersten Blick wieder etwas kompliziert aus. Ich glaube, ich muss einfach nur das hier verschieben. Das hier verschieben. Ich glaube, wir müssen uns hier einfach einmal nur so ein bisschen drehen, weil auf der linken Seite bleibt alles gleich. Ja, genau so ist es nämlich auch. Dann kommt das hier nämlich rüber. Der kommt ganz nach oben. Und der Kleine, der ditcht hier an. So. Dann... Gott, ich kriege hier voll den Tunnelblick davon. Also auf der linken Hälfte bleibt wieder alles so, wie es ist. Wir müssen jetzt die beiden länglichen Balken nach unten schieben und das hier wieder mittig ausrichten. So, dann bleibt die linke Hälfte weiterhin so und wir müssen jetzt das Ganze so verschieben. So, jetzt muss es uns irgendwie gelingen, diese Teile zusammenzubringen und den Rest hier hinzuschieben. Linke Seite bleibt wieder unberührt. So, das sieht jetzt gerade schon wieder sehr kompliziert aus auf den ersten Blick. Warte mal, wenn ich das jetzt nämlich so mache. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade voll im Kreis drehe. Aber solange ich das hier noch nachverfolgen kann mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung... mache ich das auch. Wenn wir am Ende zum Ziel kommen, dann ist mir egal, ob das die eleganteste Variante ist oder nicht. So, ist nämlich das nächste. Dann kommt dieser Balken wieder nach links. Wir müssen gucken, dass wir die beiden... Nein, dass wir die beiden kleinen Teile nach oben bringen. Genau.
So, das sieht gut aus. Und jetzt passiert auch auf der linken Seite wieder ein bisschen was. Und zwar muss ich dafür das hier hinschieben. Das kommt einmal hier rüber. Und dieses Teil schieben wir dahin. So, jetzt sieht es so aus, als würden wir unsere Wertekiste gleich wieder bewegen. Also unsere Kistenplattform, nenne ich es mal. Das machen wir dann auch, indem wir das so machen. Die beiden Kleinen kommen wieder dahinter. Genau, das sieht gut aus. So, dann kommt dieses Vierergespann aus länglichen Säulen einmal jeweils nach oben. Genau, das war es auch für diesen Zug. Ey Leute, wir haben es gleich geschafft. Also es kommen auf jeden Fall nicht mehr viele Bilder, die ich hier vor der Nase habe. So, dann schieben wir die hier zur Seite. Das Ding kommt einmal runter, die Kisten kommen hinterher. Und hier drehen wir das ganze Spiel. Also man erkennt ja auch schon so ein bestimmtes System, ne? Also diese sperrigen Dinger, diese möglichst jetzt hinter die Truhen kriegen, damit wir so mit den kleinen den Weg frei machen können mit den kleinen Schiebefeldern, um diese Kisten Stück für Stück nach vorne zu rücken. Also es sieht jetzt halt so super einfach aus, ne? Aber es ist eigentlich mega schwer. So, guck mal, und jetzt haben wir nämlich den Punkt gleich erreicht, wo wir alle von diesen sperrigen Rechtecken nach hinten platziert bekommen und dann das Ding hier weiter wandern lassen können. Hier gibt es noch so ein sperriges Ding. Das machen wir jetzt auch ein bisschen zur Seite. Die Kleinen kommen dann hier hin. Ja, und ich glaube, jetzt erkennt man das schon ohne das. Jetzt brauche ich eigentlich die Bilder gar nicht mehr, denn ich glaube, ich weiß, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, das war jetzt nicht der allerspannendste Part, schätze ich mal, weil rein vom Zugucken her ist das sicherlich nicht so aufregend, aber ey, ich freue mich gerade. Damit habe ich eine Lücke meiner Kindheit geschlossen. Das ist für mich, bedeutet das gerade total viel. Glückwunsch, du bist wirklich ein schlauer Kerl. Naja, das ist nun die halbe Wahrheit. Aber hey, ja gut, Maxim ist wahrscheinlich schlau, aber ja, ich freue mich gerade trotzdem. Ist das geil, Götterrobe. Und pass mal auf, jetzt ist hier irgendwie total der Rotz drin und ich kann mit all dem ganzen Zeug gar nichts anfangen. Aber ich freue mich trotzdem, auch wenn hier nichts Gutes drin ist, einfach nur sagen zu können, ich habe es einmal gesehen. Boah, was geht denn hier ab? Okay. Ich glaube, das kann was. Eine Robe mit speziellen Kräften gibt allen Kämpfern 100% der maximalen KPR. Okay, das sollte sie auf jeden Fall kriegen. Kraftrobe, ich weiß gar nicht. Nee, ist nicht besser. Alles klar. Das heißt, Atea hatte vorher die bessere Rüstung. Da ist es nur fair, wenn jetzt Selan mal wieder zum Zuge kommt. Legendenhelm klingt auch ein bisschen episch, als könnte der doch ein bisschen mehr als der übliche Otto-Normalhelm, den du aus dem Kick bekommst. So, wer kann den tragen? Das ist ja fast die viel spannendere Frage. Ja, ein himmlischer Helm. Die Angriffe des Gegners werden für kurze Zeit mit halber Kraft zurückgeschleudert. Klingt auch interessant. Den kann auch Guy tragen. Die haben beide aktuell das Gleiche. Also wenn das jemand bekommt, dann definitiv Maxim, weil Guy hat schon eine bessere Abwehr und seine Magieabwehr wäre quasi nicht vorhanden, wenn ich das jetzt hier austauschen würde. Ich glaube, das... Jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, das kann er sich mal auf den Kopf packen. Wird er nur noch mehr zur Legende, der Maxim. Was? Exenex? Exenex? Die Ex vom Exen? Typen, vielleicht aber auch der Ex von der Exenfrau. Ich weiß es nicht. Exenex. Beste Bezeichnung. So, und das ist jetzt eine Waffe, oder was? Ja. Sehr hilfreich gegen Drachen und Echsen. Dreimal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen alle Drachen. Boah. Alter Vater. Das ist nicht besser vom Angriffswert als die Riesenaxt. Ernsthaft? Okay, könnte man voll nutzen, um bei Selan die Dings zu pushen, aber nee, natürlich wird er das hier jetzt bekommen. War das Megaschwert irgendwie krass mit seinem Zornangriff? Ja, das war der Bomber, ich glaube, der ist verschmerzbar.
Also Maxim ist auf jeden Fall der, der jetzt am meisten davon bisher profitiert hat. Megaschild kommt mir mega bekannt vor, wenn ich das so lese. Muss aber nichts heißen. Hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Es sei denn, ich habe das irgendwann mal verkauft. Ein Schild, das härter als Stahl ist, schützt den Anwender eine Weile vor harten Schlägen. Kommt mir immer noch bekannt vor, das Ding. Das kann aber auch nur er anlegen. Nö. Ich glaube, das kriegt er nicht. Das kriegt er einfach nicht, weil mir der Angriff jetzt erstmal wichtiger ist. So, habe ich gerade so beschlossen. Du hast es geschafft, eine tolle Leistung. Boah, ich bin auch immer noch ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Also das war gerade echt saucool. So, jetzt lass uns mal gucken. Es kann uns ja eh nichts mehr irgendwas, denn... Ja, wir haben das schwerste Rätsel der Welt geschafft. Was will denn jetzt noch kommen? Sagt es mir. Oh, da gibt's noch mehr Kisten. Alter Vater, was ist denn das hier bitte für ein Jackpot-Ort? Weißt du, beim letzten Mal noch voll gepöbelt. Warum ist denn hier... Achso, die Brücke muss ich irgendwie wieder herstellen. Okay. Ja, und heute bin ich irgendwie voller Liebe für diesen Drachenberg. Aber auch nur, weil es so historisch ist in meinem Lufia-Leben. Super Kraftring, den hatten wir doch schon mal, oder? Ich komme mit den ganzen Superringen irgendwie ein bisschen durcheinander. Super Kraftring, nee, den haben wir nur einmal. Gut für den Angriff, schlecht für den Rest. Tja, ich bin immer noch der Meinung, dass der Stärkewert maßgeblich darüber entscheidet, mit welcher Schlagkraft wir reinhauen. Und wiegen 40 Angriff, 50 Verlust bei Magieabwehr auf. Boah, schwer zu sagen. Wenn ich jetzt wüsste, ob dieser wer... Ich meine, der hat mit 190 immer noch eine wahnsinns gute magische Abwehr. Ich gebe ihm das jetzt, glaube ich, einfach mal. Bei Guy würde ich jetzt diesen Verlust nicht unbedingt in Kauf nehmen, aber bei Maxim ist das, denke ich, vertretbar. Ja, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Und ein super Wunderring. Also das ist definitiv der Dungeon der Superringe. Der Dungeon der Superlative. Kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich muss dann nur mal kurz gucken, was der denn jetzt so pusht. Die Abwehr tut der Pushen mit Verlusten in jeweils anderen Kategorien, je nachdem, auf wen wir gucken. Der ist auf jeden Fall gut, aber... nee, ich bin hier nicht bereit, Kompromisse zu machen. Mir sind meine Statuswerte, die jetzt gepusht werden, doch ein bisschen wichtiger. Aber trotzdem gut, dass wir hier nochmal so ein paar Kisten geschenkt bekommen. Finde ich sehr nett vom Spiel. Danke, Spiel. So. Ich möchte aber trotzdem ganz gerne zurück an den Punkt. Hier stürzt die Brücke ein. Okay. Hätte ich das auch anders lösen können? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert mit dem Aufbau, wie man unschwer erkennen kann. So, da unten können wir wieder irgendwas in die Lava schmeißen. Das hatten wir in einer anderen Höhle, hatten wir das auch schon mal. Ich glaube, das war die Rubinhöhle. Hieß die so? Da, wo wir Gordo seinerzeit gefunden haben, also Georg? Okay. Wo zur Hölle bin ich? Oh, oh. Mann, Maxim hat schon wieder zu viel gegessen. Ey, bringt ja alles zum Zusammenbrechen. Gibt's doch nicht. Oh, ich liebe diese Lava-Dungeons hier. Das ist was ich echt hübsch finde. Also ich meine, ich finde das auf vielen SNES-Spielen immer total schick. Aber ich glaube, Lufia catcht mich da vielleicht noch ein bisschen mehr als die anderen. Müsste man mal so ein bisschen vergleichen mit Spielen von damals. Ich hätte ja so Bock, ne? Also wenn ich wirklich so ein arbeitsloser und hobbyloser Mensch wäre, der wirklich nur zocken würde und in seinem Leben nichts anderes mit sich anzufangen weiß, dann würde ich voll gerne solche Videos machen. So die coolsten Lava-Höhlen aus JRPGs. Und dann vielleicht noch so nach Generation und nach Plattform gefiltert und so. Oh Gott, wenn ich jetzt so... Ja, muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das wird bestimmt hier die richtige Route sein, oder?
Warte mal, ich meine aber, dass es da hinten auch noch irgendwas gab. Oder so, ach, weiß ich nicht, die schönsten Eisstädte und so. Natürlich alles auf JRPGs runtergebrochen, weil es mir da auch am meisten Spaß macht. Wenn ich da jetzt noch irgendwie Action-Adventures und sowas alles mit reinnehmen müsste, dann wäre der Spaßfaktor, der würde ein bisschen drunter leiden, alter Mann. Was machst du hier? Muss ich zu dem? Tötet der mich? Ich weiß es nicht. Vielleicht war dem auch im Altersheim irgendwie ein bisschen zu kalt und er wollte mal ein bisschen Lava schnuppern. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber hier ist es sehr gefährlich. Gleich kommt der Drache zurück, also geht besser, solange ihr noch könnt. Das sollte ich eigentlich zu dir sagen. Für einen Alten ist es gefährlich, sich hier herumzutreiben. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Oh nein. Nein, ich wollte das heute nicht mehr. Kacke. Maxim, ich wollte das heute schon, aber ich wollte erstmal den ganzen Dungeon erkunden und jetzt hier nicht schon Boss machen und so. Aha, das ist also der Drache. Geht, schnell! Keine Sorge, alter Mann, wir sind auch keine gewöhnlichen Leute, nicht wahr, Maxim? Genau. Was ist das für ein komischer Dungeon-Aufbau? Mann, so wollte ich das alles nicht. Aber der sieht sehr, sehr geil aus. Und ich liebe diesen Hintergrund hier. So, ja, dann gucken wir mal, was wir so haben oder auch nicht haben. Ach, guck mal hier. Das müsste jetzt mega, mega, mega reinhauen. Deswegen probieren wir das einfach mal. Zehnfüßler. Wasserattacke trifft alle Gegner. Ich glaube, ich habe genau die richtigen Sachen gerade. Feuerhauch eher nicht so, aber das ist nicht schlimm. Denn sie kann ja auch einen Drachenzauber bringen. Bomber wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so bringen. Wir könnten mal Abaddon probieren. Ich habe schon wieder voll Bock auf Boss, ne? Also so ist nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist mir so unstrukturiert. Ich will einen ganzen Dungeon erkunden, dann idealerweise abspeichern. Und dann halt den Boss machen. Wenn nur noch ein einziger Raum übrig ist und du weißt, da muss er lauern und da wird er lauern. Und ja, jetzt ist das irgendwie so komisch mittendrin. Na gut. Wir werden ja hoffentlich danach den Zugang zu diesem Berg nicht versperrt bekommen. Und haben dann doch nochmal die Chance, so die Hoffnung hierher zu gelangen. What? Der hat gerade nicht wirklich über 2000 Schaden gemacht. Ich möchte mir eben kurz die Augen reiben, bitte. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war eine gute Runde. Kann man, glaube ich, so festhalten. So, warte mal. Jetzt könnte ich hier theoretisch alle heilen. Ich könnte aber auch eine Frostfee versuchen. Bomber. Was hat eine Atea jetzt? Sie hat mit Abaddon knapp über 300 gemacht. Kann uns ja Nodderbar nochmal angucken. Es ist ja jeweils, das eine ist irgendwie Feuer und das andere irgendwie Licht, oder? War das nicht so groß? Abaddon ist auf jeden Fall besser. Oh, bitte ganz viel Schaden für Maxim. Ich will, dass der gleich nochmal seinen Superangriff da zum Besten geben kann. Selan wird in der nächsten Runde heilen. Kann sie ja gleich mit Ego-Kraft 4 machen. Das ist eh so der... Wow, okay. Frostfee ist also unser bester Freund, aber der macht auch mit seinem Standardangriff unfassbar viel Damage. Nein, Rolf! Das kannst du doch nicht bringen. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr, 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 sehr enttäuscht. So, Ego-Kraft 4. Allen Kämpfern alle KP wieder zurück. Das nehmen wir einmal. So, und ich glaube, wir wären blöd, wenn wir jetzt nicht... Oh, oh. Oh, 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 was hast du denn wieder aus der Apotheke geklaut? Da bin ich ja gar nicht einverstanden mit. Aber wenigstens schläft Selan nicht, den Rest kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ist das heftig mit dem Schaden. Also über 2000 Damage, ich hätte es nicht für möglich gehalten, jetzt ist er eh hinüber. Atea kann ruhig eine Runde schlafen, Hauptsache Maxim pennt jetzt nicht weg. Bitte, danke. Dann war's das jetzt, oder? Ich bin jetzt einfach mal eher so selbstbewusst gewesen. Juhu! Und habe Selan nicht zaubern lassen. Schade um Rolf. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt gerade. Ihr seid ihr. Ich spüre eure Kraft. Ich bin ja sowas von sensibel. Du kannst die Energiewellen spüren. Ich habe euch doch gesagt, dass ich kein gewöhnlicher Mensch bin. Seine Frau haben wir noch in Shudder gesprochen, ne? Die hat sich so eine Sorgen gemacht um ihren Mannequin. Ihr seid also die Krieger, die die Höllenfürsten bekämpfen. Ja, die sind wir.
Das habe ich mir schon gedacht. Ihr solltet nach Aquataria gehen, aber leider ist das Menschen nicht möglich. Wieso? Wenn ihr wieder mal nach Chada kommt, dann besucht mich doch. Klar, das werden wir tun. Ich kann euch vielleicht helfen, nach Aquataria zu gelangen. Den Rest besprechen wir bei mir. Gut. Ich gehe jetzt zurück nach Chada. Ich hasse Hitze. Ich kann sie nicht sehr lange ertragen. Ja, willkommen im Club. Ich dachte, du machst hier irgendwie so eine Behelfssauna draus, aber... Na gut. Also, nächstes Ziel ist, mit dem alten Mann in Chada über Aquataria zu quatschen, was wir beim nächsten Mal sicherlich tun werden, aber ich werde es mir nicht nehmen lassen, vorher den Rest des Dungeons hier noch zu erkunden und... Boah, war das eine geile Folge? Oder das Rätsel geschafft, einen mega geilen Bosskampf hier bewältigt. Ich bin gerade schon wieder voller Liebe für dieses Spiel. Auf jeden Fall soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!